Moonbeams of Allegory was the title. The moonbeams was kind of descriptive of the space, the light, and how I was sort of playing with pictures in nature, but also being lit in an artificial way. This in combination with allegories, which, you know, are historically maybe paintings that also deal with poetry and have perhaps a deeper meaning than what is at face value. Seine Zeichnungen, seine Studien fertigt Brandon Lipchick quasi digital an. Die Designs entstehen oder die Entwürfe entstehen im 3D-Raum. Und diese Perspektiven, die man dort eben im 3D empfinden kann, bringt er quasi in die 2D-Welt analog auf die Leinwand, sodass einfach mehrere Perspektiven zeitgleich zu sehen sind. Und es gibt eben auch diese VR-Arbeiten, in die er dann die Werke auch überführt oder in der die Werke auch leben, in der virtuellen Realität. Bemerkenswert auch an den neuesten Arbeiten von Brandon Lipchick ist, dass es eben sowohl natürliche Lichtquellen als auch extrem künstliche Lichtquellen nebeneinander gibt. Auf der einen Seite eben dieses natürliche Licht des Mondes, das so komplett die Gemälde ausleuchtet, und gleichzeitig aber diese Spotlights, die entweder von außerhalb des Bildraums oder direkt innerhalb des Bildes in das Bild hineinscheinen und die dann auch so eine sehr, sehr ungewöhnliche, ja surreale Atmosphäre erzeugen. Brandon Lipchick zitiert in dieser Ausstellung in Moonbeams of Allegory im Kunstpalais speziell den Künstler Henri Rousseau sehr viel. Tatsächlich zweimal in zwei Gemälden ganz konkret. Die eine Arbeit heißt La Guerre des Chiens, französisch für Der Krieg der Hunde. Und das andere ist A Beauty and the Beast. I think artists always source materials from other, all kinds of media. So I think me, say when I say we reference a maybe an art historical painting or a film, I feel like it's, I'm always trying to have a dialogue with it, and as a contemporary artist, treating the references almost like a love letter in a way to, yeah, to kind of continue on and kind of appropriate them in my own lens.